Das heißt, wenn Sie Chancen entdecken, helfen Sie, dass andere Menschen das verstehen. Wir sprechen dann von Überzeugungskraft. Und da wieder ein kleiner Studienschnipsel. Man hat 30.000 Menschen in Überzeugungsprozessen untersucht und hat sich die Frage gestellt, warum sind manche viel besser als andere? Und man hat lange Zeit geglaubt, dass die Top-Überzeuger mehr über deren Produkte, Ideen oder Dienstleistungen sprechen. Und das stimmt nicht. Die Top-Überzeuger sprechen weniger über Ideen, Produkte oder Dienstleistungen, sondern vielmehr darüber, was passieren würde, wenn man die Produkte, Ideen oder Dienstleistungen nicht einsetzen würde. Also wir sagen Problembewusstsein vor Lösungsvorschlag.